Hi zusammen. Ja, da sind wir wieder bei meinem samstäglichen Einkauf, diesmal auch wieder am Samstag. Es ist richtig, richtig heiß draußen. 28 Grad, glaube ich jetzt. Wir haben jetzt kurz vor 12. Ich habe heute ein bisschen länger gebraucht, weil es war unheimlich viel zu tun. Und entsprechend bin ich auch kaputt und froh, wenn ich gleich zu Hause bin. Genau. Und ja. Ich bin auch froh, wenn ich den Einkauf jetzt gleich hinter mir habe, der letzte für diesen Monat. Mal gucken, wie es mit dem Budget ausgeht. Ich glaube aber gut, weil ich habe jetzt wirklich keine große Einkaufsliste. Ich hatte gerade sogar schon überlegt, ohne Einkaufswagen zu gehen, weil hier natürlich, es hat jetzt Geld gegeben, die Hölle los ist. Aber da ich auch Milch brauche, ich wollte diesmal 2 Liter kaufen und ich habe auch keine Lust mehr, da einfach so einen abzuschleppen. Deswegen nehme ich jetzt einfach aus Faulheit einen Einkaufswagen. Genau, und ja, ich habe auch meine Soda-Stream-Flasche mit. Ich hatte mir vorgenommen, wenn die eine dann leer ist, dass ich dann direkt, ich habe ja zwei, dass ich dann direkt eine neue hole. Nicht, dass ich dann hinterher dastehe und die haben keine mehr. Und ich habe dann auch keine mehr auf Vorrat. Deswegen, die war jetzt leer und deswegen habe ich die jetzt mitgenommen, um die dann auch direkt auszutauschen. Und ich hoffe, die haben noch eine. Und genau, dann mal gucken, wie das hinhaut. Ich wollte mir auch heute einmal so ein Paket von You Cook kaufen, wo dieses Reis mit Butter Chicken oder Butter Chicken drin ist, was ich so gerne esse, weil da habe ich jetzt richtig Lust zu, das vielleicht nachher zu essen oder morgen mal gucken. Obwohl es nicht im Angebot ist, weil dann kostet die Box nämlich fast 5 Euro. Ich glaube 4,70 Euro oder so. Aber das ist mir jetzt egal. Ich habe da jetzt richtig Bock drauf. Genau. Und dann werde ich mir auch jetzt gleich nochmal was an diesem Brötchen Selbstbedienungsdings da kaufen, weil ich jetzt ein bisschen Hunger habe und vielleicht für später noch was. Deswegen erübrigt sich wahrscheinlich auch das Essen dann später und ich esse das dann morgen oder so. Mal sehen. Ich guck mal, ich kann das ja machen, wie ich möchte. Ich muss ja nicht irgendwie kochen. Ich habe ja keine Kinder oder irgendjemand, der das, ich sag mal, irgendwie erwartet oder keine Ahnung was. Und ich kann das ja immer so für mich selbst so bestimmen und entscheiden. Und in letzter Zeit habe ich irgendwie nicht so Lust zu kochen. Was vielleicht auch an dem warmen Wetter liegt. Da will ich dann lieber irgendwie was Schnelles machen, was jetzt nicht unbedingt viel Zeit kostet. Und es liegt auch ein bisschen an der Zeit. Also ich habe im Moment bin ich halt immer irgendwie von da nach da und einfach auch mal froh, wenn ich nichts machen muss. Und da ist so der Samstag nach diesem ganzen Einkaufen hier und nach dem Nebenjob so der einzige Tag, wo ich wirklich mal einfach dann gar nichts machen muss. Weil morgen am Sonntag geht es ja dann schon wieder los. Da mache ich ja dann die Videos fertig für die kommende Woche. Und da mache ich dann ja meinen Haushalt noch und alles. Und wenn ich dann damit fertig bin, ist meistens dann ja auch schon abends. Und da mache ich noch so ein paar Sachen, die ich mir dann so vorgenommen habe. Ich muss jetzt auch ganz dringend mal meine Abstellkammer aufräumen. Da ist jetzt ja auch viel. Ja, ich sag mal drin, da habe ich ja so die ganzen Küchentücher reingepackt, die ich mir ja auf Vorrat geholt habe und das ganze Toilettenpapier, was ich mir auf Vorrat geholt habe. Und das ist jetzt alles nicht so wirklich ordentlich da drin und ich müsste das mal sortieren. Da sind auch die ganzen Sachen drin, die ich versuche zu verkaufen bei eBay Kleinanzeigen oder bei Kleinanzeigen. Und das steht ja jetzt eigentlich alles so ein bisschen im Weg. Das ist jetzt nicht wirklich geordnet. Und ich hatte gestern, nee, gar nicht vorgestern, in meinem Hausflur noch mal ein bisschen was ja optimiert oder ordentlicher gemacht. Und da kommen ein paar Sachen halt jetzt weg. Die muss ich dann auch noch irgendwie zum Wirtschaftshof oder zum Betriebshof bringen zur Entsorgung. Genau. Ja, so ein paar Sachen hat man ja immer irgendwie im Kopf, die man noch machen will und so. Und ich hatte eigentlich gedacht, vielleicht mache ich das heute. Aber es war heute so viel zu tun. Ich musste bei dem einen Objekt, habe ich einen riesengroßen Speicher noch mit an dem Hausflur dran. Und der war heute einfach mal komplett, ausnahmsweise mal komplett, ohne dass da Wäsche hang. Und dann habe ich die Chance genutzt und habe diesen ganzen Speicher sauber gefegt. Und also dafür habe ich schon fast eine Stunde gebraucht, weil die Gelegenheit hat man halt selten, dass da wirklich kein Mieter dann Wäsche hängen hat, dass man dann ausreichend Platz hat und da jetzt nicht so viel Staub aufwirbelt, dass diese ganze Wäsche wieder dreckig wird. Ja, und dann habe ich die Chance genutzt, habe das dann zusätzlich halt noch gemacht.
Und bei dem anderen Objekt war dann ganz viel diese gelben Blütenblätter also draußen auf dem Hof und auf der Straße. Und die habe ich dann halt auch noch alles weggefegt. Und da habe ich auch eine Stunde für gebraucht, bis das alles da wieder sauber war. Ja, und dann natürlich noch den Hausflur an sich dann geputzt und alles. Und ja, jetzt ist das erstmal getan. Vor allem da an dem Objekt, an dem ersten Objekt, der Speicher, da sind ja überall dann so Wäscheleinen. Und das heißt, man läuft dann die ganze Zeit in einer nach vorne gebückten Haltung. Und fegt dann da die ganze Zeit, damit man halt nicht gegen die Wäscheleinen läuft. Ja, und gerade für meinen Rücken ist das natürlich wunderbar. Also den werde ich jetzt noch ein paar Tage spüren. Aber gut, was soll's. Nützt ja alles nichts, ne? Ja, jetzt bin ich hier beim Einkaufen. Ich denke, ich habe genug erzählt. Wie gesagt, auf meinem Einkaufszettel steht nicht viel. Ich brauche wieder Birnen, ich brauche wieder Weintrauben. Die sind jetzt leer. Genau, und so eigentlich so das Übliche. Und halt die Soda-Stream-Flasche. Und dann, wie gesagt, einmal das You-Cook-Dingens da wollte ich mir holen mit dem Reis. Und ich glaube, das war's. Es sei denn, mir läuft irgendwas wieder beim Weg. Genau, Froster haben die wohl im Angebot. Die Froster-Tüten. Da wollte ich dann auch mal gucken, ob ich mir da 2, 3 mitnehme, wenn die da wieder die Geschmäcker haben, die ich gerne mag. Ja, und das eigentlich war's das. Wie gesagt, es sei denn, es läuft mir was über den Weg, weil ich habe ja eigentlich noch ein Budget von über 50 Euro für diesen Einkauf, weil ich ja die letzten 3 Wochen mein Budget so gut eingehalten habe. Aber eigentlich möchte ich das jetzt auch nicht auf Teufel komm raus ausgeben. Also ich hole jetzt wirklich nur das, was ich brauche. Und ja, es sei denn, wie gesagt, es läuft mir da ein gutes Angebot irgendwie über den Weg. Aber ich habe jetzt im Prospekt nichts gesehen. Aber da bin ich ja auch manchmal ein bisschen blind. Von daher, mal gucken. Aber ich habe nichts dagegen, wenn von meinem Budget was übrig bleibt, weil ich hatte das ja auch schon so ungefähr kalkuliert, mit dem, was ich jetzt auch fürs Cash-Stuffing abgehoben habe, um in die Umschläge das halt zu verteilen. Und deswegen, ja, mal gucken. Ja, dann würde ich sagen, gehe ich mal rein und ich nehme euch wieder mit in den Laden. Ich gucke mal, wie es klappt, weil wenn es jetzt so richtig brechend voll ist, ist das halt immer auch, also ich nehme dann ja immer so alles auf, was ich so einpacke und so. Habe ich eigentlich bisher auch immer gemacht, also es sollte hinhauen. Von daher, ja, kriegen wir schon hin. Dann würde ich mal sagen, bis gleich. Und da bin ich schon wieder. Ich habe es geschafft. Ja, und ich habe mein Budget super geil unterschritten. Also der ganze Monat ist einfach, was Lebensmitteleinkäufe betrifft, absolut perfekt gelaufen. Ich hatte mir jetzt bei dem Selbstbedienungsbäcker nichts gekauft, weil da irgendwie alles ausverkauft war und nichts da war, wo ich jetzt Appetit drauf hatte. Deswegen habe ich es gelassen. Und diese You-Cook-Box mit dem Butter Chicken habe ich mir auch nicht gekauft, weil Froster war ja im Angebot und die haben auch Butter Chicken. Das kenne ich noch nicht, das habe ich von Froster noch nicht probiert. Aber so wie ich Froster kenne, wird das gut schmecken, weil diese Gerichte aus den Tüten ja immer gut schmecken. Also zumindest, wenn es der Geschmack von einem ist. Also so eine Paella würde mir jetzt nicht schmecken, weil ich kein Meeresgetier mag. Und auch kein Fisch und so. Und genau, deswegen hat sich das auch erübrigt gehabt. Und da freue ich mich auch gleich drauf, weil das werde ich gleich direkt essen, weil ich habe jetzt echt Hunger. Und ich würde sagen, ich packe jetzt aber mit euch mal zusammen meinen Einkauf aus, dass ihr genau seht, was ich bezahlt habe, was ich gekauft habe. Und ja, da würde ich mal sagen, bis gleich. Und da sind wir auch schon wieder. Und ich begrüße euch nochmal zu meinem wöchentlichen Einkauf. Hallo ihr Lieben, hi! Und los geht's, würde ich sagen. Einmal habe ich gekauft ein Paket Birnen. Das war dringend nötig. Ich habe nämlich alle aufgegessen. Alle sind weg.
Dann habe ich einmal Eisbergsalat geholt. Der war jetzt nicht auf meinem Einkaufszettel, weil ich noch etwas habe. Aber der war im Angebot. Deswegen habe ich den dann mitgenommen, weil solange der hier in dieser Hülle ist, wird er auch gar nicht so schnell verwelkt. Der jetzt nicht so schnell, sag mal verwelkt, der wird halt nicht so schnell schlecht. Ne? So. Dann habe ich geholt 2 Pakete Magerquark. Ich habe noch 2 Pakete. Das heißt, da komme ich dann gut aus. Dann habe ich 2 Liter Milch geholt. Darauf gab es auch einen kleinen Kaufland-Card-Rabatt. Den zeige ich euch dann gleich mit dem Kassenbon. Dann einmal diese Hähnchenbrust. Die hatte ich beim letzten Mal ja schon geholt, um die auszuprobieren. Und ich finde die mega lecker. Und deswegen durfte die das jetzt nochmal sein. Ich habe aber die Befürchtung, dass sie die nicht immer da haben. Irgendwie, weil es waren jetzt nur 2 Pakete, es war auch nicht ausgeschildert vom Preis her, also extra ausgeschildert. Ja, ist wahrscheinlich wieder nur so ein Saisonding oder so, ich hoffe nicht, weil die ist echt lecker. Also für meinen Geschmack. Dann habe ich ein Paket Weintrauben geholt, war auch bitter nötig. Da habe ich jetzt noch so viele, dass das für eine Porridge-Portion reicht, von daher war das gut. So, dann ein Genussmittel habe ich gekauft, Oreo Double Cream. War im Angebot, deswegen habe ich das mitgenommen. Und ich war immer schon mal scharf darauf zu probieren, wie Oreos mit Double Cream schmecken. Oder wie die so sind. Deswegen habe ich das jetzt einfach mal mitgenommen. Dann habe ich ein Paket Brot geholt. In letzter Zeit wechsle ich mich ja so ein bisschen ab zwischen Pancakes morgens und Brot. Ja, ein bisschen Variation. Dann habe ich mal wieder ein Paket Toast geholt. Ich habe noch welches. Ich habe auch noch, ungefähr noch so viel, würde ich sagen. Ja. Ich habe das jetzt aber trotzdem mal mitgenommen, weil ich ja jetzt in letzter Zeit auch nicht so Bock habe zu kochen. Und ich habe aber wahrscheinlich mal Lust auf Armer Ritter. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Bezeichnung dafür wirklich offiziell stimmt. Aber bei mir ist das immer Armer Ritter. Da wird dann halt Ei in einer Schüssel oder im Teller am besten halt verquirlt, rohes Ei. Dann gewürzt, dann vielleicht noch Frühlingszwiebeln dran, je nachdem, wie man das will. Dann tunkt man das Toastbrot. Geht mit normalem Brot wahrscheinlich auch, aber ich mag es gerne mit Toastbrot. Lässt man da halt... tunkt man drin ein und dann brät man das in der Pfanne und das schmeckt richtig gut. Also mir schmeckt es richtig gut. Genau, dann habe ich geholt zweimal, das muss dringend in die Tiefkühltruhe, Froster, weil Froster war im Angebot. Da habe ich einmal dieses Indian Style Chicken geholt und da ist es das Butter Chicken und das wandert jetzt gleich direkt in die Pfanne. Da bin ich echt gespannt drauf und das geht halt in die Tiefkühltruhe für irgendwann mal. Genau. Und zu guter Letzt, noch nicht zuletzt, aber hier einmal wie gewohnt 2 Salatgurken. Diesmal nur 2, weil ich habe noch eine oder, weiß ich nicht, 3/4 von einer. Das wird dann reichen. Und zu guter Letzt dann noch der Zylinder für den SodaStream. Hier ist jetzt aktuell ein ganz frischer drin und ich habe ja gesagt, ne, ich will mich versuchen dran zu halten, direkt auszutauschen und das habe ich jetzt gemacht. Das heißt, da bin ich jetzt echt lange erstmal jetzt versorgt mit den 2 Zylindern. Und dieser Einkauf hat mich gekostet, trotz Zylinder für den SodaStream, der ja immer so ein bisschen reinhaut, sage ich mal, Augenblick. So. Da ist jetzt ein bisschen rumgekrickelt worden wegen dem Zylinder da auf dem Kassenbon. Also nicht irritieren lassen. 28,88 €. Richtig, richtig cool. Freue ich mich. Also ich habe einmal Rabatt gekriegt auf die Milch von 54 € durch die Kauflandkarte und einmal auf das Oreo. Das war im Angebot. Also hier dieses Oreo Double. Und dann habe ich aber mit der Kauflandkarte nochmal einen Rabatt bekommen. Also nicht schlecht. Und ja, es blieb ja aus. Ich habe mir jetzt an dieser Brottheke da nichts geholt. Da war nichts Passendes für mich dabei. Das war alles irgendwie das, was noch da war, schon so abgeranzt irgendwie. Da habe ich mir jetzt nichts mitgenommen. Ja, deswegen habe ich jetzt echt Hunger und werde mir jetzt hier dieses Butter Chicken einverleiben. Und dann mal schauen. Genau, das war wieder mein Einkauf, Leute. Und das ist alles das, was ich so für die Woche brauche und darüber hinaus. Und natürlich, Leute, habe ich auch noch Sachen im Kühlschrank und auch noch in meiner Vorratskammer. Genau. Und ja, dann
Wie immer wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund, bis zum nächsten Video. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen hoch, das freut mich natürlich sehr. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, freut mich natürlich umso mehr. Und freut mich gleich viel. Ne? Also jede Reaktion freut mich. Alles gut. Ich sage bis dahin. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.